Jo moin und damit herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir starten heute mit Sequenz 6 des Teufels Advokat. Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man o' War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Die Queen Anne's Revenge ausfindig machen. Also wir hatten... Okay, dann ist mir schon klar, dass das hier wahrscheinlich der Fall sein wird. Nee, das ist ein anderes Schiff. Na dann, starten wir mal durch. Allen Schotthorn, an die Schoten! Wir sehen jetzt gerade natürlich relativ wenig. So, da gehen wir mal ganz kurz ein bisschen rüber, dass nicht, dass wir da irgendwie in diese Felsen scheppern. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende hat. Mehr Segel! Alle Segel! Alle Segel! Da ist noch so ein Wrack, Captain. Das sieht nicht gut aus. Ei. Schön wachsam da. Menschliches Treibgut, Captain. Es läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Magst du es nicht? Oh doch, ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Nur ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Bekennen. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reich. Entschuldigung, ich muss mal hier durch. Könnten wir das Observatorium? Hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen? Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew? Oder geh gerade mal hier weg. Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt mir nicht. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Ja, geil, sie feuern, Sir! Ach. Vorsicht, Captain! Ich habe mich mal was getan! Eingesteckt! Feuer! Endlich an sie, damit sie uns nicht rammen kann! Bereit zum Feuern! Feuer! Laden noch nach! So, wir werden an den Felsen zerschmettert, Sir! Ja, ich kann aber auch nicht auf alles gucken. Du sagst aber auch 2 Meter vom Ziel, dass du Bescheid, da sind noch Felsen, die kannst du da, die müssen noch, die können das kaputt machen. Oh mein Gott. Der Wind. Sie feuern, Sir! Ich will aber jetzt gerade erstmal hier raus aus der Nummer. Ich will eigentlich jetzt zu dieser Mission, warum schicken wir mich eigentlich hier komplett durch? So, was machen wir hier? Metall. Boah, der Wind macht es aber gerade ein bisschen an. Ketzelschosse, bremsen Sie, Captain. Da braut sich ein Unwetter zusammen. Ja, ich habe einen heftigen Seitenwind von links. Wir sind außer Gefahr, Sir. Gut. Ram- und Marssegel fest, surren! Holt! Alles bis... Alle Segel, Bewegung! So. Wir müssen gucken, wo dieses Schiff ist von ihm. Ja, das ist schwierig gerade zu sehen, ne? Segelresten raus aus der Böe! Willst du jetzt gerade gucken? Alber Wind, Männer! Beruhigt sie! Stoff. Kriegt jeden Fetzen. Wir müssen gerade ein bisschen raus aus der Nummer hier. Okay. Boah, Alter. Wie gesagt, habe ich gar nicht gesehen.
Oder fast nicht. Wo ist dieses Schiff hin? Wie groß ist denn dieses Gebiet? Okay. Schon gewaltig, okay. Die ganzen Schiffe, die noch hier mit drin sind. Ich sehe nicht, wo sie sein könnte. Die irgendwo im Hafen vielleicht? Was sie gelockert haben, als wir getroffen. Kommt doch wieder ein Schiff auf uns zu, das ist natürlich immer gut. Ist. Zumindest. Oh, warte mal, ich könnte mal anzoomen. So. Oh, zur Hölle sind die. Da ist ein Schiff. Aber die Frage ist das eins, was wir suchen? Gebiet ist natürlich. Diese treibende Beute wartet nur auf uns. Ja, ja, haben wir schon, habe ich schon. Ja. Okay, wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr. Wir haben jetzt wieder die Power voll. Wo befindet sich das Schiff? So eine Fregatte, eine britische. Wo zur Hölle könnte das Schiff sein? Ich muss jetzt mehr oder weniger die ganzen roten Punkte abfahren, damit da könnte sie nämlich irgendwo stehen. Oder sie ist noch nicht auf der Karte eingezogen, das kann natürlich auch sein, dass sie noch nicht auf der Karte drauf ist. Das ist sie bestimmt nicht, das sind Zivilisten. Schiff, aber die Frage ist, es ist glaube ich außerhalb. Damit für uns uninteressant. Ist eine Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Ja, ja. Aber ich muss trotzdem müssen wir jetzt suchen. Und wir müssen Schiffe suchen. Warte mal, da ist irgendwo noch was. Aber das war glaube ich diese HMS irgendwas. Das Schiff sein, ey. Schlimm, gerade so ein bisschen. Na, guck mal, was auf unsere Richtung. Oh, ist das bestimmt nicht, oder? So eine Fregatte. HMS Athena. Captain. Ja, ja. Das Treibgut auf Kurs. Ich hab scheint noch zu leben. Optionale Missionsziele. Der Berg in sich. Ich muss mal gerade raus, so ist der Nummer hier. Ich weiß gar nicht, warum die Briten eigentlich mittlerweile so hardcore von uns drauf sind. Eigentlich. Gut. Sie haben wahrscheinlich immer noch ein bisschen angesäuert, weil wir ja deren Form mit eingenommen haben. Was könnte ein Schiff sein? Das ist ein scheiß Riesengebiet hier, da alles durchzusuchen, wo hier vielleicht irgendwas sein könnte. Wir treffen gleich auf Land, Sir! Ja. Ah, Hilfe. Das ist total toll, dass ich jetzt natürlich voll in das Ding rein soll.
Gegner kommt auf uns zu! Fregatte! Ja. Royal Navy! Ja, Royal Navy. So, aus der Nummer sind wir gerade. Das sind jetzt Gott sei Dank ein bisschen raus. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen. Sie feuern, Sir! Also, er ist doch. Oh Gott. Warte mal, da steht ein Schiff, ne? Mars und Top-Segelberg! Du wirst uns versenken, Kenway! Das ist er doch unterwegs. Ade, sieh da! Das ist die Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Patch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Gut, dann weiß ich aber, wo sie ist. Geh mal weg da. Feuer! Ihre Kanonen! Bleib weg! Boah, Alter! Ich aufs Ruder, Captain! Ja, das ist natürlich total toll, dass die mir jetzt mehr oder weniger komplett auf dem Schirm, dass die mich drauf ist. Dass sie mich jetzt gerade ein bisschen nicht in Ruhe lassen kann. Aber ich muss jetzt hier raus aus der Nummer erstmal. Weil dadurch, dass du mich jetzt natürlich ein bisschen nervst. Topsegel reffen! Ruhig halten! Obersegel reffen! Los! Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Windsegel raus! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Hauptbremssegel! Feuer! Nein! Ah! Bereit zu feuern, Sir! Alle Segel, sie verträgt das! So, kannst du mich jetzt bitte mal in Ruhe lassen, dass ich hier mit der Mission weitermachen kann? Oder willst du mir jetzt gerade ein bisschen auf den Senkel gehen? Ich weiß, ich hab sie ja gefunden, das Schiff, aber ich muss halt jetzt gucken, dass ich rauskomme aus der Nummer. So. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Okay, jetzt haben wir sie raus. So, dann kann man nämlich jetzt rüber segeln. Sie suchen noch nach uns, aber die lassen mich gerade so ein bisschen in Ruhe. Und Marssegel fest surren! Segelbergen! So. Wiederholen und aufgreifen! Hauptsegel rein! Das wird überwältigt! Ich gehe an Land. Und ich lasse die Jackdaw kreisen. Ja, sehr gut. Oh, tschüss. Captain über Bord! Yep. So, dann lassen wir uns gerade mal so ein bisschen. Die jetzt nicht mehr weiter nach uns suchen. Gehen wir rüber zu Blackbird. Und herzlich willkommen auf Marihuana Island. What? Ach so, warte mal. Natürlich. Wir sollen angreifen. Wir sollen in ein Wespennest getreten, Thatch. Im Dienste einer guten Sache. Medizin meinst du hoffentlich? Ei, eine Galeone. Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein. Habe ich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Oh, nicht im Geringsten. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Oh Gott. Bleib standhaft, Bonnet! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Was haben wir denn noch? Ein fein bisschen was, ne? Komm mal her, ja. So, haben wir noch welche? Da ist noch irgendwo einer. So, dann haben wir noch einen. Oder was? Zu viele liegt dir noch. Oder Thatch? Seine Mutter schafft nun mal keine Legende.
geschafft. So, kurz mal, ganz kurz. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht! Die tropft mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. So, wir sollen das Kriegsschiff essen. Ich bin zurück zu Jacko, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl! Ach so, ich soll selber... Warte, ich soll selber... Kurs auf das verdammte Schiff! In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin! So, und das probieren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi! So, weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir sind immer noch dabei, ein Schiff zu ändern. Oder wir sollen jetzt das Schiff ändern, warum ist es wichtig? In der letzten Folge haben wir Kollege Blackbeard aufgespürt und... Ich sehe aber leider nicht allzu viel. Das heißt, wir sollen das... Die Jungs da vorne... Warte mal, du hast einen Mörser, oder? Lass sie nicht aus den Augen! Das ist immer gut, wenn man voll drin sind. So, jetzt muss ich gerade selber mal aus der Nummer raus, gerade ein bisschen. Weil wir gerade ordentlich was abgekriegt haben. Jetzt geht das Pulver aus, Captain! Verflucht! Und die Galeone siegt einfach nicht! Ich sehe den versprochenen Teufel, Captain! Jawohl. Was? Was? Hä? Was hab ich doch schon verloren? Ich hab das Ding da angegriffen! Segel, sie verträgt das! Hey, ich hab das Ding doch angegriffen! Alle außer Großbergen! Gegner kommt auf uns zu! Leesegel einholen! Ich hab das Ding doch angegriffen! Das ist ein Krieg! Ram! Marssegel! Ist die Flaxe? Er hat uns voll erwischt! Feuer! Lass ihn nicht aus den Augen! Captain, Feuer! Direkt voraus! Ja! Geil, dass du da... Wo die erste Dings drauf ist. Feuer! Wurden getroffen, Sir! Ja, ist schon klar, wir haben übelst getroffen. Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain. Wir brauchen gar nicht weiter zu machen. Das Ding ist durch, das ist die Mission, weil der wird das jetzt. Feuer! Auf sie zu, Kenway! Feuer! Ja! Beeilen uns schon, Sir! Ja, Alter, wie seid ihr viel zu lange? Feuer! Ja, du kannst ja nichts machen. Du hast einen Treffer und du hast direkt anderthalb des Dings weg. Aber die trifft uns ja, keine Ahnung, gefühlt. Aber wir sind viel zu langsam mit dem Treffen. Also mit dem Dings draufgehen. So viel Segel, wie ihr könnt! So, Alter. Mach so ein Trabsegel bergen! Trabsegel reffen! Gegner kommt auf uns zu! Ein Kriegsschiff! Royal Navy! Nur das eine Schiff! Feuer! Moin, moin! Mal Hallo sagen!
Wir wurden touchiert! Ja. Wir wurden ja nicht sehr wundert. Feuer! Auf sie zu, Kenway! Hast du keine Mörser? Arbeiten dran! Ja, wenn ihr mal ein bisschen schneller machen würdet. Ihr seid viel trotzdem! Die verhabt ihr uns! Ja, die! Eine Menge Blei! Feuer! Wir machen so schnell wir können! Ihr seid viel zu langsam! Feuer! Und wir liegen bei Davy, Captain. Ja, genau das ist es halt einfach. Wir können nichts tun. Ich komme nicht aus der raus, aus der Nummer. Wie seid ihr viel zu langsam? Wenn ich schneller machen würde, wenn ich ein bisschen schneller nachladen würde und alles drum und dran, dann wäre die Nummer einfach raus. Ich brauche nur einen wirklichen Treffer noch. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Das ist halt alles ein bisschen blöd. Wir haben Ärger in Sicht. Ein Kriegsschiff. Rock, ja. Erst die Top- und Bramsegel. Kriegsschiff in Sicht, Captain! Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Ja, ich hab schon verstanden, das ist ein Kriegsschiff. Wir sind beschädigt! Halt auf sie zu, Kenway! Das ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Feuer! Wir sind bereit, Sir! Darf ich sie verwunden? Feuer! Feuer! Getroffen, Captain! Ja, lass doch einfach mal! Feuer! Ja, ein guter Tierverschuss! Feuer! Feuer! Und? Das Blut! Die Kanone siegt einfach nicht! So, damit haben wir's. Sie ist geknackt, Männer! Schickt sie zur Hölle! Aber erstmal würde ich sagen. Finde den Captain und beende es. So, dann gehen wir so mal kurz mal. Enter! Ja. So, jetzt ist das Captain von denen. Da. Schickt sie zur Hölle! Kümmer dich doch mal. Finde den Kerl und beende es, Kenway. Jetzt hab ich dich. Meine Fresse, ey. Bist du zäh? Aber wir haben es geschafft. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul. Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Treff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Okay. Ja, wir haben noch nicht die...
alle Überlebenden gerettet. Ja, wir haben auch nicht die Hauptbombe gemacht. Aber also, ist es wurscht. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen, liebe Leute. Gut. Dann haben wir... Die packe ich doch noch zusammen, die Mission, würde ich sagen. Wir gucken gerade mal, wo wir hin müssen als nächstes, wo der nächste Hauptmission ist. Oder gibt es keine mehr? Es gibt doch noch bestimmt sicherlich eine Hauptmission, oder? Doch, da oben natürlich. Ich mache jetzt eben momentan erstmal nur Missionchen. Ich will ja mal die im Spiel noch ein bisschen weiterkommen. Die Belagerung von Charlestown ist die nächste große Mission. Das heißt, wir reisen rüber nach Abaco Island. Und dann mache ich hier Folgenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und machen dann die nächste Mission. Bis dahin. Und tschüss.